Da sind wir wieder, Bremen gegen Wolfsburg, die zweite Partie hier am Samstag. Vorhin konntet ihr ja schon den HSV gegen Bayern München begutachten. Gestern haben wir den 5. Bundesligaspieltag mit den Dortmundern begonnen. Die hatten ja Freiburg zu Gast. Und morgen, wenn wir schon dabei sind, Köln gegen Leipzig. Ebenfalls ganz interessantes Duell. Beide ja unglaublich gut in die Saison gestartet. Nun wollen wir uns aber um einen Verein kümmern, ja, bei dem es viel, viel schlechter aussieht. Werder Bremen bisher noch ohne Punkt. Bereits schon mit der Trainerentlassung hier zu Hause gegen Wolfsburg gefordert. Mal abwarten, ob das nun klappt unter der Woche. Lag man ja gegen Mainz vorne, hat am Ende 2:1 verloren, ist damit Schlusslicht der ersten Bundesliga. Die Wölfe haben auch verloren gegen Dortmund und vorher gegen Hoffenheim hat man ja das Manko gesehen, die Chancenverwertung. Unglaublich viele Möglichkeiten, kein Treffer. Das will ich jetzt ändern und vielleicht gleich mit der ersten Aktion. Und das ist die Führung. 5. Minute. Ja, noch kein Tor, ich habe noch kein Wort gesagt und schon Shepherds. Ja. Toll. Das war super. So, jetzt fällt die nächsten, da wir ja so schön Trend haben, die nächsten 85 Minuten gar kein Tor. Mal abwarten. Oder das wird ein Schützefest. Ja, Bremen hat Probleme, sind ja nur Letzter, dank der schlechten Tordifferenz. Schalke ist ja genauso schlecht momentan. Ja. Kommen momentan nicht im Tritt. Der Rückstand wird das jetzt hier nicht verbessern. Nee. Aber ja, Bremen wird sich nicht aufgeben. Niemals. Nee. Denkt ihr mal an das Tippspiel, auf Pause drücken und sagen, wie unser FIFA-Match, unser FIFA-Match endet und wie die reale Partie ausgeht. R für Real, F für FIFA. Schreibt das unter alle Partien vom 5. Bundesligaspieltag, dann habt ihr nämlich eine Chance, Tippkönig zu werden. Alle, die mitmachen, ob ihr Tippkönig werdet oder nicht, sind auf jeden Fall am 6. Bundesligaspieltag dabei, wenn wir dann FIFA 17 einweihen. Und ja, ihr werdet im Video erwähnt. Das genau. Ist doch eine feine Sache. Auf jeden Fall. Ja, Bremen steht unter Druck. Kommen eigentlich nicht über die Mittelfeldlinie hinaus. Nee. Das ist schlecht. Ach, und das war das war bezeichnend für die Bremer Spielweise momentan. Total. Jetzt gibt's eine Karte. Also meiner Meinung nach hätte es keine geben. Ich habe zuerst Ball gespielt. Direkt rot. Das ist doch bescheuert. 15. Ja, Minute. Das also, ist deine Stärke in der Bundesliga. Ja, also ich hätte gelb gegeben, ohne Scheiß. Also faul war es, ja, aber rot niemals. Naldo. Da war der Keeper noch dran. Nee. Das war oben aufs Netz drauf. Ich habe eine Hand gesehen. Wenn du den jetzt nicht festhältst, ne? Das 1:0 hättest du auch verhindern können, du Lappen. Was macht der denn da? Oh, das war super. Es gibt Freistoß. Na, okay. Ist der bescheuert? Hätte ich jetzt nicht gepfiffen. Ich hätte Ecke gelassen. Ja. Also wir könnten bessere Schiris sein als hier. Ja. Was macht der da? Alter, was ein Spinner! Meine Güte, Ecke. Also Bremer ist ja total verwirrt heute. Ja. Nein, ich wollte mich ganz freuen. Ja, ich hab geklärt. Scheiße. Noch eine Ecke. Jetzt mach die scheiß Ecke mal. Mein Gott. Ja. Bremen kommt zu nichts. Wir kommen da gar nicht mehr raus. Wann fällt das 2:0? Gar nicht. 6 Paraden schon. Mal vielleicht jetzt endlich mal befreien. Oh, das war ganz stark. Pack. Das war ganz schlecht. Oh, überall sind die Wolfsburger. Das ist... Oh. Na, immerhin mal ein Schüsschen. Junuzovic! Junuzovic! Starke Aktion. Oder war das Ujo? Ach, egal. Erste Ecke, Bremen. Ja. Oh. Ja, immerhin mal angeklopft.
Aber das muss dann auch irgendwann sitzen. Scheiße. Ach, ja. Was macht der denn da? Super Pass, super Pass. Hammermäßig. Oh, und dann so eine schwache. Und ja, dann. Das geht doch. So. Komm, zieh, 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 meine Güte. Was machen die denn da? Freistoß. Oh, das war aber. Der Bräune. Behalten. Alter, da haut er mich selber weg. Ja, das Spiel nimmt langsam Fahrt auf. Super. Ganz, ganz, ganz stark. Also wenn du das jetzt hier. Ja gut, ja, dann lass Vorteil laufen. Den Ball kriegst du, den Ball kriegst du, Uja. Und ganz ja. Schlechte Flanke. Ja, wollte schon sagen. Scheiße. 37. Minute. Gibt keine Karte. Nee. Aber super Position. Ja, aber Bremen wird stärker. Bremen wird stärker. Haben sich vom Schock erholt. Ich kam ja wirklich so 10, 15 Minuten gar nicht mehr aus dem 16er. Ja, trotz Unterzahl, jetzt besser. Ach ja, die habe ich schon ganz vergessen. Jetzt Schuss! Nein, oh. Diesmal nicht. So ist das 1:0 gefallen. Oh, ey, Wolfsburg, ey, das ist ja schon wieder hier chancentot. Aber so richtig. Oh, ja, oder es liegt an unserer blöden Statistik, dass wir nur ein Tor erzielen dürfen. Ja, wenn genau. Überhaupt. Wenn überhaupt. Ja, ja, also würde jetzt hier noch ein Tor fallen, das wäre schon verdächtig viel. Keine Ahnung, aber das wäre ja schon ein Torfestival für uns zwei. Ja. Also zumindest in der Bundesliga. Das stimmt. Jetzt. Oh, jetzt läuft's. Ja, Bremen stört gut. Was war jetzt? Ach, da in der Mitte. Das habe ich nicht gesehen. Gelb. Das habe ich gar nicht gesehen. Ah, ich schon. Das kannst du auch da pfeifen hier. Mann! Ach, da verspringt ihm der Ball. Das kann doch nicht sein. Fuck, 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 fuck. Schön mit dem Arsch abgewehrt. Oh, oh. Das war knapp. Ups. Oh, das wird aber gelb geben müssen. Komm, pfeif ab. Pfeif ab. Ja! Ja! Nein, zu kurz! Und der war zu kurz. Oh, Gott sei Scheiße. Dank. Gibt er jetzt auch nachträglich gelb? Weiß ich nicht. Wir gucken mal. Gelbe Karten. Nein, es gibt keine nachträglich. Schüsse 14:6 aufs Tor. 11:3 und nur ein Treffer. Also Wolfsburg, das ist nach wie vor schlecht. Ballbesitz ausgeglichen. Zweikämpfe führst du. Fouls auch. Karten. Ich habe eine gelbe, du eine rote. Ecken 5:1. Schussgenauigkeit und Passgenauigkeit bin ich besser. Meine Güte. Das ist heftig. So aber viele Möglichkeiten, nur ein Treffer. Ja, vor allem, das macht Bremen auch stark. Sie merken, sie wissen ja, sie sind in Unterzahl, lassen sich aber nicht unterkriegen, kommen auch zu ihren Chancen. Ja. Und lassen sich davon einfach nicht beirren. Das bringt Selbstvertrauen, sowas. Punkte aktuell leider trotzdem noch nicht. Nee. Oh. Oh, fuck. Das war beigespielt, jetzt tut mir leid, aber. Was pfeift der denn hier? Das war ganz normaler. Rot! Bist du deppert? Das war gar nichts! Oh Mann. Ey, die wollen mich verarschen. Das war gar nichts! Jetzt muss der aber reingehen. Ja! Ja, das war klar. Ach, leckt mich doch am Arsch. Oh, das Torschützenfest ist eröffnet. Naja, also da bin ich unzufrieden mit der Schiedsrichterleistung. Der gehört weggesperrt, ja. Gefeuert, gedemütigt, gekocht, gevierteilt, gehäutet. Ach, was mir nicht noch alles so einfällt. Ach, der kann mich mal, der stinkt. Naja, also ich weiß, ich kenne ihn, sein scheiß Nummernschild. Ich weiß, wo sein Auto steht. Der ist reif. Wie soll Bremen das jetzt noch schaffen? Nur noch zu neunt. Ja, das wird schwer. Liegen 2:0 hinten. Ja, da ist kein Platz mehr, da ist keiner mehr. Super. Jetzt sind wir durch. Ah, wäre auch abseits gewesen.
Aber Bremen kämpft und läuft. Ja. Naja, das ist doch kacke. Jetzt. Hinten gibt's natürlich Freiraum. Ja! Was macht der da? Mein Gott! Rein. Natürlich wollte ich in der Lattenstatistik noch mal ein bisschen aufholen. Bam. Jetzt noch drüber ziehen können, ey. Mein Gott. Ich ärgere mich zu Tode hier. Oh Mann, 3 Tore. Wann habe ich das denn mal erzielt? In der Bundesliga. Das war Bundesliga? Am ersten Spieltag. Am ersten Spieltag war das. Nee, ich glaube, das war der letzte sogar schon. Echt? Ja, da habe ich Hamburg gespielt. Okay. Oh, Bremen! Das gibt's doch nicht. Das muss doch sitzen. Ach, leckt mich am Arsch. Nee, der Schiri kann nach Hause fahren, der hat das ganze Spiel versaut, der ist schuld. Ja, das stimmt. Also der Schiedsrichter hat das Spiel ziemlich beeinflusst. Mit den beiden roten Karten. Auch so sehr kleinlich gewesen. Also die erste, naja. Aber die zweite, das war keine. Also das tut mir leid. Das war ein ganz normaler Zweikampf, da rot zu geben. Oh. Ist echt einfach nur erbärmlich für die Schiris hier. Ja. Ne, liebe Schiedsrichter, im realen Leben, guckt euch das Spiel ja nicht an. Sonst muss ich euch nämlich alle umbringen. Schön. Ja! Oh! Ja, Bremen kommt zu nichts mehr. Also die müssen jetzt aufpassen, sich hier nicht ganz eingehen zu lassen. Ja. Den eigenen Mann angeschossen, am Hintern. Oh nein! Wie soll Bremen da jemals noch rankommen? Wenigstens noch ein Ehrentreffer. Das wäre schön. Ah, das wird nicht einfach. Ja, so auf keinen Fall. Oh! Komm schon! Ach komm, das war doch schlecht. Oh, der ist aber nie. Boah, wo ich gerade sag, Alter! Das gibt gar nichts! Weißt du, für so einen Scheiß gibt der mir vorhin rot. Ja. Ja, war das abseits? Ja. Ja, scheiße. Ja, da kann Kruse dann auch nichts mehr machen. Die gewinnen auch keine Zweikämpfe mehr. Da ist nichts mehr. Ich glaube, die sind im Arsch. Ah, das war mal gut. Ach, das ist... Das war schwach. Das ist schwach von Bremen. Ja, das war, glaube ich, wieder abseits. Ja. Ah, oh, Mann, no. Also in der Statistik führst du eindeutig. Ja. Generell eigentlich in der ganzen Bundesliga-Statistik, außer in den roten Karten, alles deins. Jetzt ein bisschen zu einfach, wie die Wolfsburger das hier anstellen. Och, das gibt's nicht. Das war knapp. Ja, was? Und das hätte er jetzt nicht gepfiffen? Der hätte noch nicht mal als Vorteil gepfiffen. Der hat gar nichts gemacht. Oh, den fischt er noch raus. Mist, ich werde nochmal reagieren. Müssen. Ja, ich nicht. Da gibt's nichts mehr zu reagieren. Hier sind einige sehr, sehr platt. Ja, die müssen das doch schaffen hier. So. In den letzten 10 Minuten. Bremen einfach nur noch drauf aus, keins mehr zu kassieren. Oh, dann so ein Fehlpass hinten. Was ist das für eine respektlose Leistung? Ja, unglaublich, dass es hier noch kein Five-Konzert gibt. Nee, das stimmt. Das Publikum halt sehr, sehr ruhig. Vielleicht auch einfach schockiert, dass es nach wie vor keinen Punkt geben wird. Ach. Das war kacke. Oh. Ich glaube, der ist tot. Der steht nicht mehr auf. Ja. Den habe ich da Knie weggerissen. Der hat nichts mehr. Ich kann jetzt aber nicht mehr wechseln. Oh, ganz stark. Aber auch gut. Nein! Ach, oh. Das ist zu schwach.
Aber das Publikum honoriert das halbwegs. Ja. De Bruyne. Ah, Ecke. Ja, das war kein Problem. Was war das denn? Das war ein Scheißfehler. Oh, Bremen, geh nach Hause. Jetzt gibt's doch das Pfeifkonzert. Das war zu viel. Ja, damit reißt auch Muckes Serie. Ja, nach 4 Spielen ohne Niederlage gibt's mit jetzt aber wieder. Und zweimal unentschieden. Gibt's jetzt aber wieder ordentlich. Was fahren jetzt? Also ach, abseits. Reißt ja, diese Serie nun auch. Aber davor lassen wir uns nicht unterkriegen und starten direkt danach eine neue. Immerhin reißt auch die Serie mit den Eintreffer. Ja, noch der zählt. Oh Gott, oh Gott, es gibt oh also Gott. Doch die volle Packung für Werder Bremen. 5:0. Oh Mann, oh Mann. Der Knoten scheint geplatzt. Die Statistik endlich mal wieder ein bisschen überrumpelt. Und Bremen nach wie vor. Das, guckt euch das an, das ist einfach nur schlecht. Bremen nach wie vor Tabellenletzter, würde ich mal sagen. Ja. Und jetzt passt auch so langsam das Torverhältnis. Ja. Das wird eine ganz schwere Saison. Das. Latte. Ja, wenigstens da hole ich nochmal ein. Das kann nicht sein. Na, jetzt hört euch das Five-Konzert an. Ja, zu Recht. Das war unterirdisch. Das war nicht erstligareif. Nee. Wolfsburg darf sich freuen. Endlich mal wieder viele Treffer erzielt nach der Niederlage gegen Dortmund. Ist das, denke ich mal, für die Wölfe auch ein schönes Ergebnis. Wir schauen mal auf die Werte insgesamt. Ah, da sehen wir Schüsse. 26:9. Schüss aufs Tor 16:4. Du trotzdem mehr Ballbesitz, obwohl dir zwei Mann fehlen, mehr Zweikämpfe, mehr Fouls. Ich habe eine gelbe auf wie vor gesehen, du zweimal rot. Weil die keine waren, abseits, da bleibe ich bei. 8:1. Ja, Schussgenauigkeit, Passgenauigkeit bin ich besser. Das war wieder ein rabenschwarzer Tag für Werder Bremen. Nicht ganz so düster sah es bei den Partien Dortmund gegen Freiburg und HSV gegen Bayern aus. Und morgen sind wir gespannt, wie sich die beiden Überraschungsmannschaften der Stunde Köln und Leipzig verkaufen. Das am Sonntag. Schaltet wieder ein. Wir freuen uns auf euch. Bis dahin. Tschüss. Tschüss und ich gehe jetzt Schiris klatschen.